Einen Boy noch. Einen noch. Bienenlaufen, das läuft. Ja, dann können wir uns mal ans Haus kümmern. Das ist also auch ein bisschen ausgefiltert wird. Da haben wir noch die Stoches für. Dankeschön. Weil die ganzen Setzlinge, die könnten eigentlich überall anders hin. Die können eigentlich alle verbraten werden. So, jetzt erschafft noch. Einen Moment. So, hoho. Dann bauen wir es rein. Ah, ist auch kaputt gegangen. Motor ist missing. Wind 2. Okay. Da-da-da-da-dan. Da-da-da-dan. Nebenbei muss ich auch mal schreiben. Dann mal dies erledigt. Jetzt können wir mal schauen. Gibt's Deutsches? Dann machen wir das da vorne auch schon mal fertig. Das ist auf jeden Fall die noch laufen. Dann schmeißen wir die Plörre in die Maschine da hinten rein, dass das noch ein bisschen mehr produziert. Gibt's Deutsch? 34 Stück. Das kann weg, das kann weg. Das muss ich hier noch wegpacken. Filter. Filter habe ich. Eine Pipes habe ich auch noch. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen. Bisschen Holz. Warte mal, machen wir das. Vielleicht eine Ebene drunter. Das heißt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dann haben wir ein, zwei rein dafür. So, da will ich erstmal hier Insert haben. Das mit dem Extract mache ich nachher, falls ich da irgendwas mitmachen kann. Weil ich eigentlich nur das Material bzw. das Holz eigentlich nur für irgendwas verwenden wollte. Wir haben 1, 2, 3, 3 Sorten von Holz. Wir haben noch eine vierte Holzsorte. Können wir schon mal 4 Stück einsortieren. Wir brauchen einmal Spruce Wood. Ah, Spruce Wood kann ich auch noch einsortieren. Wir haben die Common. Wir haben die Oaks. Wir haben Äpfel noch, die können komplett weg. Was fehlen denn noch für Setzlinge? Wir müssten jetzt eigentlich noch die Pine da sein, ne? Mal gucken, ob ich da rankomme.
Immer eine Pullbein nehme ich auch noch raus. Jetzt habe ich die Frames damit. Also wir machen jetzt mal. Ah ne, ich brauche jetzt erstmal einen Filter. Pine. Pine what? Pine what? Und darunter machen wir Insert Pullbine Setzling. Dann machen wir das gleiche hier nochmal. Wir packen. Und habe ich den Lerche? Habe ich den Lerche als Setzling? Lerchensetzling. Hallo. Ich glaube einfach noch, dass, wenn ich hier reingucke, sich die Sache erklärt hat, warum da noch so viel drin ist. Wir nehmen einmal Lärchenholz. Packen das da rein. Und nehmen uns Lärchenholz. Und packen mit Insert noch die Setzlinge rein. So, immer so ein bisschen abwechselnd haben. Hoch oder runter. Habe ich auch abgefrühstückt. Wir hätten jetzt noch die Oak, also die standardmäßige. Würde ich jetzt auch noch einsortieren. Ist ja auch nicht schlimm. Oak. Kann man immer ein bisschen gebrauchen. Und selbst wenn es nur zum Verbrennen ist, in die ganzen Materialien rein. Wir machen. Ist natürlich die Priorität 1 noch einmal. Hier ist es noch angenehm mit dem Fliegen, denn hier ist nicht so viel los. Hier wird auch nicht viel los sein, wenn ein paar Maschinen angeschlossen, die aber nicht automatisiert laufen, sondern eigentlich nur per Hand oder eben per Schnelltransport über die Pipes. Okay. Was haben wir denn noch? Ja, wir hätten das Chewwood, das habe ich aber rausgeschmissen. Was habe ich denn noch jetzt hier? Der Oak läuft, die Pines laufen. Was für ein Holz kann ich denn jetzt? Ich kann, glaube ich, nur Spruce-Wood kann ich da, glaube ich, nur reinmachen, ne? Habe ich gesehen. Oh, ich kann da nichts rausnehmen. Ja, man konnte das Holz irgendwie abscherben. Warte mal, wie hieß denn Bark, ne? Ja. Wie haben wir denn nochmal Bark rausbekommen? Irgendwie durch Holz scheren, also durch das Holz. Trimmen, aber wo habe ich denn die? Ich habe schon irgendwo eine Kiste gepackt, wo ich solche Maschinen reingepackt hatte. Wo habe ich die nur? Nee. Da sind die Dinger. Ich hatte das irgendwo. Da sind neue Maschinen drin. Hier vorne vielleicht? Ja, genau. Da sind sie. Von Extra Trees. Tillworker. Ne, das ist diese Lumbermill. Ist das die Lumbermill? Ich bräuchte nur Strom mal eben, ne? Ich muss eben gucken. Ich hab da irgendwo. Wo ist sie? Da ist sie. Der braucht. Was? Warte mal, was braucht der denn? No item. Hab ich jetzt hier drüber eingepackt? Ja, aber da ist kein Strom. wo ist denn Strom? War hier Strom? Hier Strom. Okay. No item, no what? Not enough water. Das heißt, wir brauchen noch irgendwie ein bisschen Wasser mal eben. Habe ich denn eigentlich Strom und Wasser in der Nähe? Der eigentlich da hinten. Water. Ja. Bucket. Kann ich erstens mehr noch machen. Jetzt mal ein bisschen Wasser. Ich brauche nichts mit Wasseranschluss hier. Aber wir haben hier unten Wasser. Weil ich glaube, da haben wir Bark rausbekommen. Wenn ich mir dann die Barkwolle, also das, die Baumrinde hole und das Holz dann zum Verkräften nehme oder allgemein irgendwo hinpacke, könnte das irgendwo hier reinschütten. Ah. Machen wir auch nochmal so. Guck mal, jetzt haben wir Pinewood, wir haben dit und dit bekommen.
Pinewood. Warte mal, ich muss ein bisschen sortieren. Da eine Lärche. Ja, das ist Spooms. Das ist Pullbein, das ist dit. Ich muss irgendwas wegbekommen. Warte mal, ich kann jetzt mal ein bisschen was wegtun. Wir können jetzt mal da vorne das eine Item wegpacken. Also ich muss auf die Zeit mal schauen von OBS. Ein Stündchen. Oh. Also die Carbon-Dinger. Können hier rein. Also vielleicht schon mal den einen auch noch mal eben hinkriegen. Weil Barke ist eigentlich ganz schöne Sache. Wir machen Wasseranschluss. Und können uns dann eigentlich ein bisschen Holz immer holen. Und das schneidet das nämlich perfekt dahin. Ja, guck mal, da haben wir das, das, das. Ja, und das können wir eigentlich verbrennen. Können wir verbrennen oder einfach in den Müll reinschmeißen. Weil mir geht es eigentlich nur um den Sawdust. Und das Bark. Also die Rinde. Das ist eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Dann verbrennt man das Holz an sich. Schön angenehm knusprig wegbraten. Ah, das kann gut werden. Das kann wirklich gut werden. Macht man so eine schöne Maschine hin. Ja, aber was haben wir denn noch hier? Wir hätten jetzt noch Common, Chu. Haben wir sogar beides, ne? Haben wir sogar beides da. Zack. So, das heißt. Zack. Ju und Ju. Dann filtern wir die auch noch. Habe ich zwar nicht viel von. Filtern. Zack. So, dann holen wir uns jetzt direkt das von da. Das heißt, er darf jetzt eigentlich auch Extract spielen. Und normalerweise sollte jetzt alles davon wegkommen. Natürlich, wo kein Platz ist, wird es auch nicht reingehen. Aber ich glaube, alle anderen finden jetzt, glaube ich, auch ihren Weg dahin, ja. Haben wir noch ein paar Pollen, was ich ganz gut finde, die Pollen. Die kann man echt gut nutzen, um alles zu verarbeiten. Ja, Äpfel, das weiß ich noch nicht. Vielleicht schmeißt man die Äpfel separat irgendwo hin. Dass man vielleicht sagt, okay, Äpfel vielleicht hier hinten hin. Das könnte ich eigentlich auch machen. Und dann holen wir uns mal. Zack, 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 zack. Und das nehmen wir hin. Rein damit. Äpfel rein damit. So. Und schon gibt es Äpfel rein. Jetzt mal Priorität. Ah, muss er noch bekommen. Ja, wobei ich nicht weiß, bei denen ist es eigentlich. Ne, bei denen darf ich, glaube ich, nicht Priorität reinmachen, weil die anderen haben ja, glaube ich, die vorrangige Priorität, dass erstmal die voll werden. Haben wir. Jetzt können wir oben das anschließen, dass er wieder Zeug da hinten reinpumpt. Hier rein. Ne, wo ist es? Da. Das kommt auch von. Ja, dann machen wir in der Reihe müssen wir den reinschlagen. So. Normalerweise sollte es klappen. Rein mit der Plörre.
Jetzt ist er nur connecten. Ah, falsch. So. Und der müsste jetzt eigentlich mehr produzieren. Das ist jetzt, glaube ich, wo ist er denn? Ist das Ding? Ne.